Payment & Banking, der Podcast aus der Mitte der Fin-, Tech- und Payment-Branche mit eurem Host André Bajorath. Herzlich willkommen zum Payment & Banking Fintech Podcast. Ich habe das Gefühl, ich habe momentan so einen Lauf, dass ich ganz, ganz viele Podcasts mit Gästinnen und Leuten aus der Szene mehr oder weniger alleine mache. Früher haben wir das ganz oft immer in so einem Doppelinterview gemacht, aber meine Kolleginnen und Kollegen lassen mich alleine und ich bin aber nicht ganz alleine und das ist gut, weil sonst wäre es ein Monolog, sondern ich habe jemanden dabei, der sich gleich selber vorstellen darf, aber ich kann schon mal sagen, hallo Lukas von Wiki, herzlich willkommen. Danke André, einen wunderschönen guten Abend, ich freue mich auf den Podcast. Schön, dass du dabei bist, aus dem schönen Münsterland, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, wo du bist, richtig? Korrekt, 2 Stunden südlich von euch, aber leider hat das Wetter Hamburg-Züge angenommen, zumindest die letzten Wochen. Jetzt hatten wir auch mal 1-2 schöne Tage, aber da tut sich auch nicht viel. Lukas, wir haben uns ja schon 1-2 Mal gesehen, zuletzt glaube ich auf der Finance Forward, dann nachher bei uns auf der Banking Exchange und der eine oder andere wird auch schon mal vielleicht was von euch gehört haben, weil ihr ja ein neues Produkt rausgebracht habt, aber vielleicht magst du einfach selber was zu dir sagen, wer du bist, was du machst und dann auch mal, das machen wir dann aber vielleicht ein bisschen tiefer, was eigentlich die Idee von Wiki ist, aber erstmal vielleicht ganz kurz zu dir, wer du bist und was du machst. Ja, mega gerne. Also mein Name ist Lukas, ich bin 22, komme gebürtig aus Mönchengladbach und nicht aus dem schönen Münsterland. Bin dann, bist du Gladbach-Fan? Ja, natürlich. Ich auch. Eingefleischter Gladbach-Fan. Du auch? Ich, ja, schon immer. Dann kann das so eine wundervolle Aufnahme werden. Nee, ich bin in Gladbach groß geworden und habe da 2018 Abitur gemacht und dann hat mich der Weg relativ schnell nach Münster geführt zum BWL-Studium. Ich habe damals so ein bisschen gestruggelt zwischen Medizin, was mich auch interessiert hat, ist dann aber BWL geworden, habe so meine ersten Gründungserfahrungen, wo ich auch sagen würde, dass es maßgeblich entscheidend dafür war, auch dass ich ins BWL-Studium gestartet bin, bei Business at School gestartet. Das ist eine Initiative von der Boston Consulting Group, wo man einen Projektkurs hat über ein Jahr, auch so virtuell quasi ein Startup gründet, kleine und große Unternehmen analysiert. Hat mega Spaß gemacht, sind wir auch mit unserem Team relativ weit gekommen damals. Und das hat mich schon gepackt. Dann bin ich 2018 in Münster gelandet, habe dann da BWL studiert, währenddessen links und rechts mal ein paar Sachen und Branchen angeschaut und habe dann während der Corona-Zeit, um da auch den Übertrag direkt zu machen, relativ viel Zeit gehabt. Ich glaube, wie die meisten von uns, nur zu Hause gesessen, von da aus weiter studiert. Das war so Anfang 2021 und hatte schon seit längerem ein Trade Republic Depot. Seit 2 Jahren, das lief immer so semi und ich hatte dann mal wirklich den Plan, okay, jetzt hast du ein paar Wochen oder Monate Zeit, auch mit meinem einen Mitgründer zu sagen, okay, wir tauchen jetzt mal mega in das Topic ein. Also wollten uns wirklich maßgeblich an allen Fronten informieren und wollten eben eine langfristige Strategie irgendwie finden, die wir besparen wollen, wollten proaktiv Stockpicking machen. Davor hatte ich in ETFs primär investiert, aber ich hatte einfach mega Spaß daran, schon immer sehr finance interessiert gewesen. Und so hat das dann in den Grundzügen eigentlich alles begonnen, dass das eben immer mega cool war, innerhalb von 5 Minuten ein Depot zu erstellen. Eben halt auch, ich glaube, da haben die Jungs von Scalable Trade und die anderen Neo-Broker echt ordentlich was geleistet, das so zu demokratisieren und diesen Access vor allen Dingen für meine oder unsere Generation mega, mega cool zu ermöglichen. Und dann sind wir aber immer wieder im Discovery-Bereich halt hängen geblieben und haben immer gegoogelt, haben irgendwie nie die News gefunden in den ganzen Apps, Tools und Webseiten, weil das alles irgendwie schwierig, dann viel Zeit auf Reddit verbracht, logischerweise auch, hatte seine Vor- und Nachteile. Im Endeffekt haben wir aber für uns einfach nur runtergeschrieben, okay, was wären denn Informationen oder Daten, um wirklich decision-driven Entscheidungen zu treffen und wirklich zu sagen, okay, da stehe ich hinter, egal jetzt, wie kurzfristig sich der Kurs verändert oder auch nicht, so ich glaube an das Unternehmen, an das, was sie machen und das eben auch langfristig. Und das dümpelte dann eigentlich erstmal so vor sich hin und dann kam parallel zu der Zeit irgendwann die Clubhouse-App raus, an den Hype kannst du dich sicherlich auch noch erinnern, haben die ja ganz cool gemacht, exklusiv gehalten, per Invite only und da hat mich dann ein alter Bekannter zu eingeladen, der im Startup und Innovation Scouting bei PwC damals gearbeitet hat. Und ich wusste, dann war ich mit dem im Raum und wir haben ein bisschen Smalltalk gemacht und dann wusste ich, okay, das ist meine Person, der ich das Hirngespinst mal pitchen kann. Dann bekomme ich wirklich einfach mal Feedback. Könnte das irgendwie ein Case sein? Kann man da was draus machen? Gesagt, getan. Und damit geendet, dass er uns zu sich nach Hause privat eingeladen hat und wir uns wirklich mal Nachmittag hingesetzt haben. Wir gesagt haben, ich kenne die Pain Points, ich finde es mega spannend.
Und dann ist der Stein so ein bisschen ins Rollen gekommen, eigentlich gar nicht durch uns selber, sondern er hat schon, würde ich sagen, in der Advisory-Rolle, Grüße an Bessam an der Stelle gehen raus, wirklich uns angestupst und gezeigt, okay, wie validieren wir erstmal Lean, alle möglichen Sachen. Also es war wirklich so das kleine Startup einmal eins lernen, was sehr erfrischend war zwischen den vielen Stunden zu Hause und dem ja doch leider relativ trockenen und theorieorientierten BWL-Studium. Und dann zog sich das über die Monate weiter und es war immer der Punkt, dass wir gesehen haben, dann haben wir mal 200-300 Umfragen gemacht und haben halt auf jeden Fall relativ schnell Proof of Concept fürs Problem gehabt und leider da auch schon den ersten Fehler gemacht und dann direkt angefangen, eine Lösung zu bauen, ohne wirklich aber zu schauen, okay, was ist der richtige Way of Working, hat aber dazu geführt, dass ich eine Möglichkeit bekommen habe, am Entrepreneurship-Lehrstuhl ein bisschen wissenschaftlich daran zu arbeiten, auch meine These dann darüber zu schreiben. Es ging so ein bisschen um Informationsasymmetrien zwischen institutionellen Anlegern. Wie sind diese Reports aufgebaut? Was steckt da eigentlich drin? Ist es die Info an sich? Ist es die Aufbereitung, die Aggregation und eben dem öffentlich zur Verfügung stehenden Angebot? Da habe ich dann 3 Monate dran rumgebastelt und dann ist eigentlich relativ klar gewesen, so Theorie und Praxis, was wir damals bis dato gebaut hatten, ging irgendwie so ein bisschen auseinander und dann ging es so richtig los im Oktober, November 21 mit der Wiki-Story. Aber da können wir ja vielleicht gleich sagen, so viel zum Intro. Also, das heißt, kurz zusammengefasst, 22 aus Gladbach kommt, nach Münster gegangen, angefangen zu studieren, da das Thema Investieren vor allen Dingen in so einer mehr oder weniger langweiligen Phase für sich entdeckt, weil man da wenigstens anderes zu tun hatte, gemerkt, da gibt's ein Gap in Informationen und dann darüber nachgedacht, wie kann ich diesen Gap nicht nur für mich, sondern halt irgendwie als Produkt schließen. Also wir reden über Investment, wir reden über das Thema möglicherweise Investment Advice oder Vorbereitung zur Entscheidung, was auch immer. Und das macht ihr heute mit dem, was ihr Wiki nennt, ja? Vollkommen korrekt. Wo kommt der Name her? Also ich kenne ja ein Wiki, aber da ist ja immer die Diskussion, die ich mit meiner Frau habe, ist es ein Mann oder ist es eine Frau? Und da habe ich eine ganz chauvinistische Sicht drauf, dass dieser Kleine mal so viele Ideen hat, deshalb nur ein Mann sein kann. Aber du weißt, was ich meine, ne? Also es gibt so einen kleinen Wikinger. Ja, genau. Ich meine, das ist auch einer der 2 Hauptgründe. Ich meine, wenn man den Wortlaut hört, warum wir auf den Namen gekommen sind. Wir haben vor dem Pivot, wo wir gleich ein bisschen drüber quatschen können, gerne, hießen wir Fair Capital, haben relativ schnell gemerkt, okay, wir wussten, wir wollten das ganze Ding B2C-orientiert aufbauen und wir wollten halt einen weniger konservativen Namen. Wir wollten nicht das nächste Fintech sein mit Trade, Invest oder sonst was im Namen und haben wirklich eine lange Ideation-Phase gehabt und sind bei Wiki hängen geblieben, weil es nicht nur ein schöner Name ist, sondern was man mit dem Wortlaut assoziiert oder was die Menschen damit assoziieren, ist zum einen, das, was du gesagt hast, der kleine Wikinger, ja, wo sich immer darüber gestritten wird, ob es ein Junge oder ein Mädchen ist. Genau das, also ist ja ein Teil des Discovery-Pfades, also das Stock-Picking oder ETF-Picking, die Inspiration quasi, wo wir halt in die schnipsende Rolle von dem kleinen Wikinger schlüpfen wollen. Die andere ist halt irgendwie relativ naheliegend Wikipedia, irgendwo in der Enzyklopädie, auch ein Aggregator und irgendwie immer so ein sicherer Hafen. Wenn man irgendwie mal schnell was wissen will zu irgendeinem spezifischen Thema, kann man auf Wikipedia nachschauen und kriegt zumindest mal eine schöne Summary. Und das wollen wir natürlich ein bisschen tiefer, aber im Finance-Bereich halt möglich machen. Und die exotische Schreibweise haben wir nicht nur gewählt, weil wir ein Startup sind, sondern die steht quasi fürs Kerngeschäft. Also die 3 I stehen für Investment, Inspiration und Information. Also das ist, man muss vielleicht ganz kurz den Menschen sagen, wie er geschrieben wird. Werdet also V-I-C-K-I-I, also 3 Is hast du gerade schon gesagt und kein W am Anfang, sondern ein V am Anfang. Keine Ahnung warum. Domain-Gründe oder was war der Grund? Nee, tatsächlich, weil das ist so ein bisschen der dritte Grund, die dritte Herleitung, die ist noch klein bisschen exotisch, also die Namensherkunft an sich, also ne, von der Göttin Victoria, die Göttin des Erfolges, des Ruhmes, des Sieges. Natürlich ist das irgendwie das, wo wir langfristig die Leute auch hinbegleiten wollen, eben mit dem, was wir liefern. Ja. Okay, wunderbar. Okay, also das heißt, wir wissen jetzt schon mal, wie ihr heißt. Wir wissen ein Stück weit, was ihr macht. Also ihr seid in der Vorbereitung zum Stockpicken, zum ETF-Picken, die Enzyklopädie, das Wikipedia, dem sich Menschen beschäftigen sollen. Ganz klar ausgerichtet an alle, also an Retail-Investoren, mobile-orientiert, auch richtig eingeordnet. Ja, korrekt. Was ist das Ganze, wenn du so darauf guckst, Lukas, was ist das, wenn du regulatorisch, und das ist ja immer, wenn du über Fintech, über Investieren sprichst, was machst du da? Ich habe das Wort Advice vorhin schon mal benutzt. Ich weiß nicht, ob du da schon gezuckt hast, weil das hat ja dann auch immer sofort so eine Folge. Was seid ihr oder was möchtet ihr sein? Mega. Ist auf jeden Fall auch ein Thema, was ziemlich schnell auch ein Head-to-Neck-Breaker für uns werden können, weil
wir natürlich sehr, sehr früh alles haben durchchecken müssen, was logischerweise ein paar Euro kostet. Und in einer ganz frühen Phase, wenn man dann mal die erste App-Version hochladen möchte, ist es schon auf jeden Fall ein immenser Kostenpunkt im Vergleich zu den verfügbaren Mitteln. Wir betrachten uns als, sagen wir mal, neutrale Content Infrastructure. Also wir wollen für die Discovery gehen halt hin und sagen, okay, es gibt irgendwie die Old Economy, diese fundamentale Finanzwelt, wo halt extrem viel Wert drinsteckt, aber den man halt einfach mal für junge Generationen oder generell deutlich besser aufbereiten zur Verfügung stellen kann und darstellen kann, dass es eben möglich ist, innerhalb von weniger Sekunden oder Minuten einen Überblick zu bekommen. Und auf der anderen Seite, was wir genauso damit vereinen, ist halt irgendwie die moderne Finanzwelt, sprich Podcasts, Twitter, Reddit, Instagram, YouTube, wo viele Content Creator sind, die ziemlich gut verstanden haben in den letzten Jahren, glaube ich. Ich meine, das haben wir beide auf der Finance Forward Konferenz auch gesehen. Das war ja schon einer der Kerninhalte auch, die neue Macht der Finfluencer, wenn ich mich erinnere, die schon richtig gut verstanden haben, wie sie Inhalte einfach der jungen Generation vermitteln. Und da hast du natürlich das Riesenproblem, dass du einen kompletten Overload hast und du hast keine Möglichkeiten, wirklich zu suchen, zu filtern oder halt zu individualisieren auf den sozialen Medien, weil ein Content Creator natürlich auch sein Geld damit verdient oder ihr Geld damit verdient, wenn sie halt jeden Tag oder sehr regelmäßig neuen Content hochladen. Dementsprechend gibt es zu jedem Thema und zu allen Sachen halt eine unendliche Flut an Content. Und wir haben uns halt zur Aufgabe oder Missionsmacht, diese beiden Welten zu vereinen. Eine Infrastruktur, eine Plattform zu bauen, die das halt eben alles implementiert hat und dass du halt hingehen kannst und sagst, okay, du bist auf Aktie XY und du bekommst alle Inhalte, wie ist das Unternehmen aufgebaut, was steckt dahinter, was sind die Geschäftsbereiche überhaupt, so ein bisschen der Blick hinter der Kursfassade auf der einen Seite, dann aber auch in die Zahlen gehen zu können, in verschiedenen Layern mit Nutri-Scores, die haben wir zum Beispiel mit unserem Partner Naro zusammen, also wir selber. Da nochmal einmal kurz zurückzugehen. Wir selber machen keine Content-Erstellung, sondern unsere Hypothese ist halt, es ist im Endeffekt alles da. Von Education bis allen möglichen Informationen, bis Earnings-Analysen via Podcasts über alle anderen Medien. So, es braucht nur ein Tool, der das alles eben vereint und den Leuten genau das gibt, was sie gerade interessiert, was sie sehen wollen. Deshalb auch die Aufmachung der Plattform so ein bisschen, kann man sich vorstellen, wie seinen persönlichen Insta-Feed für das eigene Depot, wo dann halt wirklich genau die News, die Podcast-Snippets und so reinkommen, die einen gerade wirklich interessieren, die eigenen Interessen und Investments betreffen. Das heißt aber, du hast es gerade noch nicht ganz gesagt, also verstanden, was ihr tut, ne? Also so ein bisschen, wenn ich aus der alten Welt und da komme ich ja nun mal her, darauf gucke, so etwas, was eine Finanzen.net, was eine OnVista, sag mal, in seiner Web 1.0 gemacht hat, vielleicht auch sogar noch im Web 2.0. Und da ist es ja, glaube ich, auch so, dass die, glaube ich, ganz, ganz wenigen Content selber fabrizieren, vielleicht mittlerweile schon, aber halt auch eher aggregieren und kuratieren, ist, glaube ich, dann irgendwie auch immer das, was nach dem Aggregieren meistens dazukommt. Aber was ist es regulatorisch? Also das hatte ich ja so gefragt. Also hast du gesagt, okay, wir haben welches angeguckt, seid ihr einfach gar nichts? Also weißt du, was ich meine? Also Bist du einfach regulationsfrei, weil du sagst, ich aggregiere einfach nur und dann sage ich dem Kunden, dem Anleger einfach nur so, hey, guck dir das an, du entscheidest selber. Du hast die ganzen Informationen, die wir für dich zusammengetragen haben, konsumiert und jetzt bist du selbst Entscheider und machst das, was du eigentlich machen möchtest? Im Endeffekt oder sagen wir mal zum Status quo ja, aber auch da stehen wir jetzt. Also ein perfektes Beispiel dazu, wie klein diese graue Zone ist im Endeffekt, ist ein Teil unserer Oberfläche. Also ich sage jetzt mal, man kann bei uns Aktien swipen, also so ähnlich wie man das aus modernen Dating-Apps und Co. kennt. Dadurch lernen wir natürlich durch jeden Swipe, durch jeden Like, durch jede Interaktion ein bisschen mehr über den User. Da fängt das Spiel aber auch schon an, welche Vorschläge machst du den Leuten? Also du kannst denen sagen, okay, die dürfen sich interaktive Filter erstellen, die können Indizes filtern, wir haben vorgefertigte Themenlisten. Wir können sagen, okay, eine Person XY interessiert zum Beispiel E-Mobilität und die kann sich durch die Wertschöpfungskette swipen von den Minen, die Rohstoffe bis Zulieferer und dann eben halt die Endfirmen, die es produzieren, sowas können wir machen. Wenn wir aber hingehen, was wir am Anfang zum Beispiel gemacht haben und so ein Leitplankensystem einführen, dass Leute, wenn wir sehen, jemand liked viele Tech-Aktien oder das oder das oder halt sehen, okay, Person hat das schon im Portfolio, um zu diversifizieren, könnte es ja Sinn machen, mal in die und die Branche reinzuschauen. Da geht es dann ziemlich schnell los, dass man in den Bereich kommt, man macht halt proaktiv Vorschläge. Das muss nicht mal eine einzelne Aktie sein. Das reicht auch schon, wenn du 10 Vorschläge machst, aufgrund halt von User-Daten oder des User-Verhaltens, würde man relativ schnell reinrutschen. Und dementsprechend haben wir immer so schön. In die Beratung würdest du reinrutschen. Ja, genau. Dementsprechend würden wir dann relativ schnell
da in eine brenzliche Zone reinrennen. Deshalb haben wir immer schöne Legal Sessions, wenn wir immer so ein Produkt verändern, wird dann natürlich irgendwie Step by Step die ganzen Klicks und die Journey einmal halt durchkontrolliert. Und jetzt gerade der nächste Schritt ist halt, können wir auch später gerne noch mal ein bisschen tiefer drauf eingehen, dass wir gerade nur Discovery abdecken. Ich glaube, das ist auch erstmal genug jetzt, vor allen Dingen in der Pre-Seed- und Seed-Phase sicherlich auch noch, das richtig gut zu machen. Aber dann geht ja irgendwann, okay, wie kann ich jetzt handeln? Also wie geht der Schritt über zur Execution? Und da haben wir uns jetzt auch schon verschiedene Lösungen angeschaut oder haben auch konkrete Ideen, wie wir das machen wollen. Da bräuchte man dann natürlich eine Anlagevermittlungslizenz, aber das haben wir alles durch strategische Investoren abgedeckt, wenn es mal soweit ist. Genau. Aber das ist gerade noch kein Thema. Gerade können wir uns auf angepasst. Das heißt also momentan regulatorisch erstmal gar nichts. Einfach nur Informationen zusammenstellen, Exploration dem Kunden zur Verfügung stellen. Ja, genau. Wann seid ihr losgelaufen? Du hast gesagt, wann die Idee gestartet ist. Du hast gesagt, wann auch die Idee von Wiki dann losging. Aber wann seid ihr auf den Markt gekommen? Und kannst du was zu Kunden sagen? Kannst du was zur Anzahl von Kunden sagen? Und möglicherweise auch, wenn du das weißt, weil die Kunden es vielleicht sagen oder weil du es vielleicht über Apple erfährst oder über Google erfährst, was so die typische Zielgruppe ist? Ja, sehr gerne. So super, super viel kann ich dir noch gar nicht zu sagen. Wir sind nämlich gerade in einer sehr spannenden Phase. Wir haben vor knapp 3-4 Wochen unsere Version 2.0, ich sage jetzt mal die marktreife Version, rausgebracht und haben da jetzt eine neue Kohorte draufgejagt von, ich sag mal, 1000 Leuten, um da jetzt auch alles Mögliche zu tracken. Und was schön ist, ist, dass die Zahlen sich deutlich verbessern, was Retention und auch Churn und so angeht. Aber wir sind immer noch in der Phase, muss man auch ganz offen ehrlich so sagen, dass wir mit kleinen Fixes im Onboarding zum Beispiel gerade noch richtig, richtig große Veränderungen sehen, einfach in der Churn Rate und Co. Losgelaufen mit der Entwicklung von Wiki haben wir damals gestartet, Ende Oktober 2021. Da sind wir in ein Inkubatorprogramm dann reingekommen. Parallel hatten wir die Möglichkeit, in so einem Community-Space, der auch gefundet worden ist, reinzukommen, nennt sich The Hive. Hier in die Münsteraner Menschen, wenn es ein paar Münsteraner Menschen hören, werden es sicherlich kennen. Da wurden zum Beispiel Lemon Markets hat da gegründet, Flaschenpost wurde da gegründet, Captain and Sun und noch einige andere Startups. Und da ging es dann richtig los, weil da hat man dann gemerkt, was für einen Impact das Umfeld hat. Also wenn man halt 12 bis 14 Stunden am Tag von nur mit anderen Gründern, Gleichgesinnten, die 1-2 Steps weiter sind, als man selber umgeben war, da ging es dann richtig los. Eine Beta-Version, wir haben das auch im Kernteam alles selber gebaut, haben dann uns soweit mit durch Förderungen, Pitches, Stipendien so finanziert. Letztes Jahr im Sommer damals eine Beta-Version auf Testflight hochgeladen, womit wir dann wirklich richtig losgehen konnten und testen konnten. Und damit haben wir dann auch in so einem kleinen Business Angel Closing Ende letzten Jahres das erste Geld eingesammelt, was auch dann zu dem Zeitpunkt dringend notwendig wurde, aufgrund von Punkten wie zum Beispiel regulatorischen Sachen, Sachen, die geprüft werden mussten. Und wir brauchten auch einfach mehr Power auf Tech-Seite, um die PS auf die Straße zu bringen. Das war eigentlich so das Main Bottleneck am Anfang. Und dann haben wir im März, habe ich gesagt, okay, wir müssen jetzt die Pre-Seed-Runde raisen. Und dann sind wir, sagen wir, mit einer Quick and Dirty App Store Version rausgegangen und haben da einfach mal 2000 Leute draufgesaugt. Und haben damals das Feed-Feature auch gar nicht gehabt. Das war quasi nur das Swiping und das mit den Podcasts und alles hat auch noch nicht funktioniert. Aber es war einfach nur zu gucken, okay, ist Proof of Concept da, funktioniert das ganze Ding? Und damit, ja, hatte man dann auch irgendwie ein Look and Feel. Und auch fürs Fundraising, glaube ich, super, super wichtig in der Phase, wo wir uns gerade befinden, irgendwie ohne wirkliche Traction, ohne Revenues zu dem Zeitpunkt, dann wenigstens irgendwie ein Produkt selber im Kernteam auf die Beine gestellt zu haben, wo man dann irgendwie sehen kann, okay, das haben wir selber gemacht und das Potenzial steckt da drin. Und jetzt haben wir einige, ich glaube, insgesamt 8 oder 9 Hires machen können, parallel zum Fundraising. Runde erfolgreich abgeschlossen vor 2 Monaten. Und jetzt merkt man gerade so nach der Onboarding-Phase, wo alles jetzt irgendwie vertraut und drin ist, wie es halt richtig abgeht. Und unser Marketing-Launch, wir haben jetzt gestern das erste Performance-Marketing-Ad mal ganz süß gestartet. Hat auch bis jetzt super funktioniert. Und im September feuern wir dann richtig los. Also wir haben da so eine eigene Strategie. Wir haben einige Influencer mit bei uns an Bord geholt und haben da so ein paar, ich sag mal, Media for Equity Deals abgeschlossen,
weil wir einfach gesagt haben, so, wenn wir jetzt B2C rausgehen, in dem Umfeld gerade, wollen wir nicht irgendwie ein Drittel oder mehr von unserem Pre-Seed-Funding verbrennen, sondern das geht doch vielleicht auch anders, indem man es schafft, ein paar Leute mit großer Reichweite in dem Thema zu incentivieren und eben für das Thema zu begeistern und mit aufs Projekt zu holen. Und was sind so die typischen Nutzer, die du dann dir erhoffst, dadurch drauf zu holen? Also ist das deine Alterskohorte? Sind das irgendwie junge, weiße Männer? Was ist das? Ich glaube, wir wollen halt genauso, ich sag mal, genauso für jemanden, der gerade einsteigt, dem personalisierten Education-Track aus bestehendem Social-Media-Content abbilden. Er oder sie kann aussuchen, ob das Audio, Video oder Text oder alles sein soll. Und dann soll das chronologisch abgebildet sein. Das heißt, wir wollen den Funnel ganz vorne aufmachen. Genauso kann das aber auch irgendwie Greta aus Münster sein, die einen ETF bespart und für die es einfach interessant ist, weil sie jeden Monat 200 Euro da reinsteckt, so ein grobes makroökonomisches Update oder Verständnis dafür zu bekommen, wenn sie jetzt seit anderthalb Jahren jeden Monat den Global Clean Energy ETF bespart, ohne eine wirkliche Transparenz dazu haben, vielleicht einfach mal einmal im Monat ein Update zu bekommen, um psychologisch weiter dahinter zu stehen, okay, warum verändern sich Sachen, warum geht es irgendwie gerade hoch oder warum gibt es die und die Rezession, warum betrifft das meine Investments. Genauso kann es aber auch für dich natürlich genauso super spannend sein, zu sagen, hey, ich kann hier mein Depot linken und bekomme für meine Werte wirklich die besten News, Podcasts. Jetzt gerade arbeiten wir natürlich auch viel an AI-Features, also Earnings Summaries, AI-Based, dass du das reinbekommst in ein paar Sätzen. Dementsprechend, ich würde zusammengefasst sagen, wir sprechen auf jeden Fall junge Kunden, ich sage jetzt mal die Trade Republic oder die Leute, die Neobroker benutzen, primär an mit unserer Kommunikation nach außen. Ich glaube aber, die Jobs to be done, also das, was wir den Leuten irgendwie geben wollen, das kann man nicht demografisch irgendwie wirklich eingrenzen. Und dafür haben wir aber noch keine Evidenz von den Daten her, wie das jetzt im Endeffekt aussieht. Dafür sind die Zahlen zu klein. Du sagst gerade solche Sachen wie Account linken. Da habe ich ja auch kürzlich mit dem Kollegen von GetQuinn, mit Raphael, drüber gesprochen. Das ist also auch ein Feature, was dann bei euch dann auch dazukommen wird. Also, dass ich einfach sagen kann, okay, mein Comdirect oder mein Trade Republic haben wir schon ein paar Mal erwähnt, Scalable, Deutsche Bank, was auch immer, Depot linke ich mit euch, sodass du dann halt auch schon sehen kannst, was ist vorhanden im Portfolio und dann die richtige Information zusammenstellst. Ja, genau. Ich meine, ich glaube, das ist ja das Schöne, die Dynamik auch in der heutigen Zeit eben, dass man so viele Anbieter und Möglichkeiten für coole Lösungen hast, dann eben sagen kannst, okay, du musst nicht immer alles selber bauen, du hast Anbieter wie FinAPI, die du bei dir andocken kannst, dass Leute mittlerweile super, super easy mit ein paar Knopfdrücken ihr Depot verbinden können. Und wir gehen halt beim Beispiel GetQuinn, was die ja mega, mega cool machen mit dem Portfolio-Tracking und sonst was. Das ist halt gar nicht unser Approach. Unser Ansatz ist halt Content. Dann haben die Leute, kriegen die halt genau maßgeschneidert zu deren Investments halt den kompletten Content geliefert. Wenn ich dir so zuhöre, ich verstehe, da kommt so eine ganze Menge an Funktionalitäten zusammen. Ne? Also du aggregierst, du kuratierst, du linkst das Depot, bringst die richtigen Sachen dazu zusammen, machst vielleicht damit auch auf eine gewisse Art von Portfolio-Analyse, nicht so tief, wie du es gerade schon beschrieben hast, wie es möglicherweise andere tun. Aber was ist eure Edge? Also wenn du keinen eigenen Content erzeugst, wenn du eigentlich auch, einfach nur ein Depot linkst über einen Partner, was ist deine Edge? Also was ist das, warum Leute wirklich zu dir kommen? Sagst du, es ist einfach diese Kuration, das Richtige zusammenführen? Ich würde nicht direkt sagen, die Kuration an sich, sondern eben perfekt da drin zu werden, den Leuten das auszuspielen, was sie wirklich interessiert und was sie haben wollen. Ganz einfach gesagt. Also genau wie Instagram oder TikTok das in den Social Media Bereichen absolut perfektioniert haben, wollen wir das Ganze im Finance-Bereich machen und Sachen wie zum Beispiel aus allen deutschsprachigen, internationalen, also UK und US Podcasts, alles automatisiert rauszuziehen, alle 2 Minuten Snippets von jedem Podcast, wo alles analysiert wird, mit Leuten das auszuspielen. Das sind halt Features oder Sachen, die ich auch woanders noch nicht gesehen habe. Aber ich glaube, es ist in Summe geht es einfach darum, die intuitive Plattform zu bauen, wo du den Heimathafen hast. Wenn du sagst, ich möchte Informationen zu einem Wert, zu einer Aktie bekommen oder zu meinem Depot, dann komme ich zu Wiki. Und wir sagen halt, ne, zum Thema, wenn wir keinen anderen Content bauen, wir haben da halt so ein bisschen den Approach, auch beim Education-Thema, es ist halt eigentlich, es ist alles da und es ist auch alles da schon mit einem Proof of Concept. Wir sagen halt, wir brauchen kein Redaktionsteam irgendwie zu bauen, vor allem jetzt nicht mehr.
weil es gibt so viele YouTube-Videos und so viele wertvolle Podcasts und so viele Beiträge und Artikel, die free to use sind, die einfach nur einmal alle wirklich perfekt chronologisch genau für den Moment, wo der Need vom User da ist, wenn jemand sagt, ich möchte die KPI verstehen, ich möchte verstehen, wie ist ein ETF aufgebaut beispielsweise, dass er oder sie gar nicht mehr irgendwie diese Einstiegsbarriere hat, von wegen, ja, ich wollte mich immer schon mal mit dem Thema beschäftigen, aber ich weiß nicht, wo ich anfangen soll, sondern wir dann hingehen, du dein Medium auswählst und bumm, nichts mehr machen musst, außer dich berieseln zu lassen. Und das kann man halt auf die verschiedenen Themen transferieren. So, es ist genauso wie beispielsweise, wir sagen, der Community-Aspekt, wo wir da hingehen werden, ist, dass wir auch ein Community-Feature auf jeden Fall einbauen werden. Das ist auch in der Theorie schon fertig und wird jetzt auch bald implementiert. Aber auch da gehen wir einen anderen Approach. Wir sagen, okay, wenn ihr euch euren Gossip holen wollt, dann ist, wir haben auf jeder Aktie die Reddit-Threads gelinkt quasi und alles. Du kannst per One-Click in der App bei uns auf X oder auf Reddit wirklich alles sehen, was gerade trendet oder was über die Aktie geschrieben wird weltweit und sagen halt, okay, unser Community-Feature macht quasi den genau umgekehrten Weg von beispielsweise einem GitQuinn und wir konzentrieren uns halt auf den Inner Circle, also dass du siehst, was deine Friends and Family gerade geliked haben, basierend auf, also wenn sie sich irgendwas gekauft haben, können sie einen Podcast da reinziehen, dann kriegst du es angezeigt und dass man da irgendwie ein bisschen dieses Familiäre hat, weil vor allen Dingen, ich kann nicht sagen, wie das bei den älteren Leuten ist, aber die jungen Leute oder was wir gehört haben, war oft, okay, ich liebe den Austausch und ich mache das gerne, ich möchte auch eine zweite Meinung, aber halt in meinem Inner Circle, in meinem Umfeld haben. Und das ist da so der Approach, den wir verfolgen wollen. Bevor wir so ein bisschen auf die Zukunft gucken, und ich möchte natürlich auch wissen, wie ihr Geld verdient, weil du hast ja gerade schon ein paar Mal gesagt, dass ihr Runden gemacht habt und VCs oder Investoren wollen ja irgendwann auch immer sehen, dass man irgendwann profitabel wird. Das wollen sie jetzt irgendwie auch mal so früh wie wahrscheinlich nie zuvor in den letzten Monaten sehen. Bevor wir darüber sprechen, habe ich dich ja auch gerade schon kurz vorher gefragt und ich habe auch in den letzten Tagen mal auf LinkedIn gefragt, ob wir kurz ein Spiel spielen wollen. Und die Hörerinnen des Podcasts haben gesagt, sie möchten weiter dieses Spiel hören im Podcast. Und deshalb spielen wir das ganz kurz, wenn du ein paar Fragen erlaubst, die halt sehr, sehr einfach sind. Und als Testfrage, um dir das klar zu machen, wie das Spiel ist, Hund oder Katze? Hund. Also das heißt, du spielst mit mir. Wunderbar. Ja, also der Hund. Ich glaube, ehrlich gesagt, war nicht schon mal jemand dabei, der Katze gesagt hat? Ich glaube, irgendwie sind alle bisher Hunde. Ich bin in einer Hundefamilie groß geworden. Ich bin witzigerweise in einer Katzenfamilie groß geworden, habe aber jetzt schon seit einigen Jahren einen Hund. Ich würde wahrscheinlich auch jetzt jederzeit über Hund sagen. Dann lass uns einsteigen. Cash oder Karte? Karte. Angestellter oder Entrepreneur? Entrepreneur. Konzern oder Startup? Startup. Planen oder machen? Machen. Slack oder Jira? Slack. BaFin oder SEC? SEC. EZB oder FED? EZB. Hufeld oder Branson? Branson. Lindner oder Scholz? Lindner. Altmaier oder Habeck? Habeck. Giro oder Debit? Debit. Trinkgeld nur über Karte oder kein Trinkgeld? Trinkgeld nur über Karte. Tap oder Swipe? Swipe. iOS oder Android? iOS. SMS oder WhatsApp? WhatsApp. Apple Pay oder Karte? Apple Pay. Sparen oder anlegen? Anlegen. ETF oder aktiv? Aktiv. Fonds oder Aktie? Aktie. Aktie oder Krypto? Aktie. Bitcoin oder Altcoins? Bitcoin. Kunst oder NFT? Kunst. DeFi oder CeFi? DeFi. HODL oder Zocken? HODL. VC oder Kredit? VC. Münster oder Berlin? Münster. Münster oder Frankfurt? Münster. Münster oder London? London. Europa oder USA? Europa. Sparkasse oder Neobank? Neobank. Filiale oder Web? Web. Direct Broker oder Neo Broker? Neo Broker. Robo oder Selbstentscheider? Selbstentscheider. Vergleich oder Berater? Vergleich. Scalable oder Trade? Trade. Thelen oder Klöckner? Klöckner. Revolut oder N26? Revolut. N26 oder Tomorrow? Tomorrow. Rad oder Auto? Auto. Rad oder Bahn? Rad. Oh, Auto oder Bahn, Entschuldigung. Dann Auto. Auto oder Bahn? Auto. Vorne links oder hinten rechts? Vorne links. Tesla oder VW? Tesla. Tesla oder Audi? Audi. Handelsblatt oder FT? FT.
Gar kein Geld oder strategischer Investor? Gar kein Geld. Bei Rot oder bei Gelb? Bei Gelb. Rot oder Grün? Grün. Schwarz oder Rot? Schwarz. Buy Now, Pay Later oder Kreditkarte? Kreditkarte. Wein oder Bier? Bier. Kaffee oder Tee? Kaffee. Hafer oder Kuh? Kuh. Kuh oder Soja? Kuh. Papier oder iPad? iPad. E-Mail oder SMS? E-Mail. Text oder Sprachnachricht? Text. Microsoft Office oder Google Office? Google Office. Twitter oder Insta? Insta. Insta oder TikTok? Insta. Google oder Apple? Apple. Danke. Sehr gerne. Dann lass uns mal ein bisschen in die Zukunft gucken. Und wir haben gerade darüber gesprochen, was eure Edge ist, und du hast ein bisschen was beschrieben und auch ein bisschen, wofür es euch braucht. Lass mal ein bisschen darüber sprechen, wen du als Wettbewerb siehst, auch wenn du vielleicht auch gerade sagst, sowas Uniques wie euch gibt es eigentlich gerade gar nicht, aber trotzdem hat man hier mal etwas, was irgendwo sich so in seinem Umfeld aufhält. Und wen wollt ihr, weil du hast ja dann bestimmt irgendwo einen Wettbewerber, wen willst du angreifen? Ich glaube, angreifen ist relativ. Ich bin sehr positiv überrascht, wenn ich die letzten 12 Monate zurückblicke, habe ich mich, glaube ich, mit fast, zumindest im deutschen Bereich, fast mit jedem jungen Fintech-Gründer oder jeder Gründerin mal ausgetauscht. Und das ist mehr, oder ich habe das Gefühl zumindest, dass mehr an einem Strang gezogen wird und dass sich eher auch im kompetitiven Bereich supported wird und dass man sich austauscht und eben auch voneinander lernt und schaut und eben auch Input gibt, als dass es jetzt so eine Competitive Landscape ist. Natürlich gibt es, ich meine, auf das Problem bezogen, ich sage jetzt mal auf die ganze Informationswelt und wie können sich Leute besser informieren. Auf den Zug springen natürlich jetzt auch mehr Player auf. Also ich habe auch durch Investoren, durch VCs und andere halt gehört, wo es strategisch bei anderen Playern irgendwie was so interessant wird oder was rauskommt. Da gibt es sicherlich einige, die auch gemerkt haben, auch aus dem Brokerage-Bereich, vielleicht gar nicht mehr unbedingt auch aus dem Deutschen, aber Player, keine Ahnung, wenn wir mal rüberschauen, es war ein deutscher Gründer, aber so wie Public zum Beispiel, die ja hingehen und jetzt irgendwie schon Timeless, Trade Republic, GetQuinn und Co. alles gleichzeitig irgendwie sind und machen mit ihren Features und das auch immer weiter ausrollen und ausbauen, sind das natürlich neben einem meiner Meinung nach echt coolen Produkt Faktoren, wo man immer gucken muss, was tut sich da, was machen die, in welche Richtung gehen die, haben auch auf jeden Fall den Information Space ausgeweitet. Ansonsten gibt es coole Angebote wie Stock Story zum Beispiel, die ja Reports anbieten, auch sehr High Quality, auch richtig, richtig cool. Ja, bei uns im deutschen Markt, ich glaube, das Problem haben einige gesehen, auch was Beatwest zum Beispiel macht, finde ich auch super cool. Da kann man dann sagen, okay, den Education-Bereich, da ist man dann irgendwo natürlich schon ein bisschen competitive, aber halt auch wieder mit einem komplett anderen Ansatz und Approach. Und Lukas, wenn du aber nochmal ganz kurz vielleicht ein bisschen zurückguckst, also wenn du darüber nachdenkst, wie du 2020, 2021 darüber in das Thema reingekommen bist, was waren denn damals die Quellen, die du angeguckt hast? Und das sind ja vielleicht auch die, die du auch angreifst. Also ich verstehe, was du gerade beschreibst, ist eher Competition im Bereich Startups und Competition im Bereich der neuen Player. Ja. Welche alten, wo holst du dir Menschen weg? Also du, weißt du, es geht ja immer darum, ich konsumiere ja meistens nur, ich habe nur einmal Zeit, Dinge zu konsumieren. Ja. Und wenn ich halt heute irgendwo bin, also wem willst du Nutzer wegnehmen? Ich glaube, dass die Leute durchaus ein paar Minütchen weniger Social Media konsumieren oder alle möglichen Podcasts dann hören, weil sie bei uns eben halt wissen dann, okay, brauche nicht mehr da eine Exploration ewig lang rumzudaddeln, vor allem bei bestimmten Themen, sondern bekommen das alles. Aber klar, ich meine, die Player der letzten Generation, wie du eben auch schon angesprochen hast, wie eine OnVista, wie ein Finanzen.net, die vor allen Dingen in der Websuche noch eine extreme Dominanz haben, durch das SEO-Game, was sie natürlich über viele, viele Jahre aufgebaut haben, natürlich bauen wir dafür eine neuartige Alternative, die das halt deutlich schneller, effizienter, more user-friendly und mit wertvolleren Inhalten da irgendwie halt schon abgrasen will und hoffentlich auch wird. Also klar, ich glaube, so da wird es wahrscheinlich schon einen Umbruch geben. Ich meine, die machen ja auch viel und tun auch viel. Aber auch in den Seiten habe ich mich auch schon auch ausgetauscht. Ist auch immer super freundlich und macht auch immer Spaß. Von daher, ich
keine Ahnung. Ich glaube, das wäre so die Initialantwort, weil wenn ich oder wir damals geschaut haben, wenn man googelt, landet man immer auf den einschlägigen Websites. Ich meine, da gibt es noch andere. Finanzen oder was auch immer, ne? Genau. Und es gibt halt, wenn man rumgeht, gibt es natürlich noch andere Sachen. Ich meine, das kann man jetzt ewig weiterspannen, aber da muss man halt auch immer entscheiden, okay, wie seriös findet man ein Angebot oder eine Quelle, ein Startup oder sonst was, wo man dann halt drauf landet und was, ne? Das ist dann, steht dann eben noch mal auf einem anderen Blatt, aber. Und wenn du so ein bisschen darauf guckst, du hast ja gerade schon darüber gesprochen, wie ihr das ganze Thema Marketing und sowas macht. Da stelle ich mir so zwei, drei Fragen. Also du hast ja gerade gesagt, ihr kuratiert nur. Die eine Frage, die ich mir stelle, wie stellst du Qualität sicher? Also wie stellst du sicher, dass da kein Schrott zusammenkommt? Weil du machst ja keine eigene Redaktion. Du kuratierst, du führst zusammen oder du aggregierst und kuratierst. Das ist die eine Frage. Dann hast du gerade gesagt, dass ihr auch mit Influencern zusammenarbeitet und ihr sie über Media for Equity ja dann auch im Cap-Table drin habt. Jo. Passt das so richtig zusammen? Also weißt du, das Thema investieren, möglicherweise auch das Wort sparen, sehr deutsch. Passt das mit dem Thema Social Media Influencer zusammen? Ich würde sagen, definitiv. Wenn man den Spieß mal umdreht, und ja, also ich meine, es ist immer ein schmaler Grat, aber die seriöse Seite und die Qualitätssicherung der Daten und Co. ist das eine Ding. Nennen wir es mal den Finance- oder den Börsengossip auf der anderen Seite. Also ich sage jetzt mal den Entertaining-Faktor, der ja definitiv da ist und den auch Leute, die nicht unbedingt zocken oder vielleicht, es gibt ja auch viele, die konservativ anlegen und sparen, aber halt trotzdem irgendwie mit einem Restgroschen gerne mal ein bisschen rumspielen und halt trotzdem einfach wissen wollen, was passiert gerade in der Wirtschaft, in der Welt, die da auch mit abzuholen. Also zu dem ersten Thema, ich glaube, das ist halt auch so ein bisschen unsere Engine. Also wir haben ganz, ganz viele verschiedene Anbieter und Quellen in einem riesen Backend-Mammut, wo wir Daten einkaufen und ansaugen und auch ein Bloomberg und auch ein Reuters oder sonst was, auch da sind mal Zahlendreher und Fehler drin. Also man kann nie zu 100% sicherstellen, dass alles funktioniert und korrekt ist. Steht aber auch im Disclaimer drin. Wir wollen es einfach nur so einfach und transparent, wie es geht, gestalten. Also das ist im Endeffekt das und deshalb auch keine Paywall. Da kommen wir ja gleich zu, ne? Thema Geld verdienen, aber deshalb auch ganz klar keine Paywall und gar nichts für den User, für den Endnutzer vor allen möglichen Inhalten, weil das ist eben genau, warum wir das machen, den Leuten nichts vorzuenthalten. Und wenn wir Reddit beispielsweise verlinkt haben, dann klar können wir da kein Monitoring machen, aber wir sagen den Leuten halt hier, wir bieten es euch an, weil viele von euch wollen das sehen, machen euch aber auch ganz klar darauf aufmerksam, dass wir nicht dafür haften können und auch nicht wollen. So, wir linken euch das, ihr kommt direkt irgendwie zu Content, was die Aktie jetzt gerade betrifft, aber was ihr euch da reinpfeift und ob ihr dann entscheidet, okay, daran glaube ich irgendwie, weil ich dann im Thread gelesen habe und ich will das jetzt kaufen, das geht halt über unsere Grenzen hinaus. Das vielleicht als Antwort. Und beim Social Media Ding, ich glaube, also das ist halt einfach der moderne Distributionskanal, wo man am besten und am effizientesten die Leute erreicht und begeistern kann. Und es ist auch immer die Frage halt, wie du bewirbst und was du bewirbst und was du machst. Ich glaube, bei uns ist es halt, da wir ein Free-to-Use-Produkt anbieten, ohne irgendeinen Haken dahinter und den Leuten wirklich in dem Sinne halt wirklich auch ein Social Value geben wollen, eben alles transparent zu sehen. Also es gibt ja auch, kannst bei uns auch alle möglichen ESG und ethischen Sachen haben wir auch zu jeden, allen Werten drin, neben den ganzen ökonomischen Gedöns. Ich glaube, haben wir viel darüber nachgedacht. Wir werden verschiedene Plattformen, also Influencer bedeutet auch nicht nur TikToker, haben wir sicherlich einige drin und junge Menschen in unserem Alter, vor allem die Beginner, die treiben sich halt darum und die werden halt dadurch am besten aufmerksam. Ich glaube, dementsprechend ist das so distributionstechnisch das Schlauste oder Einfachste. Klar, trotzdem haben wir auch sehr, sehr bewusst ausgewählt, mit wem wir zusammenarbeiten. Also wir haben nur wirklich Leute, wo wir voll hinterstehen, wo wir sagen, okay, die sind 100% seriös und wo wir nicht irgendwie erwarten, dass es da zu Problemen im Shitstorm oder irgendwelchen Skandalen kommt. Nimm am besten niemals das Wort 100% seriös, weil du weißt es nie. Genau, ja, genau. Ja, voll. Ich meine, so gut gecheckt, wie du kannst. Ja. Aber ich meine, ich glaube eng damit zusammen, und du hast es ja gerade schon gesagt, wir müssen auch mal darüber sprechen, sollten auch mal darüber sprechen, weil das Produkt for free ist, wirst du trotzdem Geld verdienen wollen. Ich glaube, es hängt eng damit zusammen, auch möglicherweise die Art der Werbung und die Art des Influencings, was ich da gerade meinte mit Social Media und Influencern, mit dem, wie du halt Geld verdienen willst und mit welchen, du bietest ja im Grunde genommen nicht weit entfernt den Kauf eines Produktes an. Und welche Produkte bietest du an? Welche Produkte zeigst du an? Und mit welchen Anbietern arbeitest du zusammen? Da wird ja wahrscheinlich jetzt irgendwo der Link zum Geld sein. Erklär mal, also womit verdient ihr Geld und wie geht das auch weiter? Ja, also ich glaube, wie du vor
einer Viertelstunde angesprochen hast, es wurde wahrscheinlich in den letzten Jahren selten so sehr darauf geguckt, von Geldgeberseite, von Investorenseite, okay, sind die Jungs und Mädels irgendwie in der Lage, jetzt auch nach der Pre-Seed direkt so quasi Wunschdenken, wir gehen vor 4 Wochen mit dem wirklichen Produkt online und direkt sollen irgendwie Revenues gemacht werden. Haben wir auch geschafft, kriegen wir hin. Jetzt short-term erstmal durch B2B2C-Ads mit Partnern, was der Gedanke dabei ist, werden sich die meisten wahrscheinlich denken, ja, okay, er hat eben gesagt, die haben jetzt gerade irgendwie letztens erst gelauncht, haben noch nicht wirklich die Traction, dass man sagen würde, okay, da kann man wirklich Geld durch Werbeeinnahmen erzielen. Wir bauen eher ein Gen Z Lab auf, kurzfristig, sprich durch die ganzen Angaben und Inhalte und Infos, die wir haben und das Userverhalten. Und bei diesem Swiping hat das einen mega Vorteil. Der nutzen Dating-Apps auch. Du kannst alle 10 Karten Ja-Nein-Fragen einbauen, die du halt mit einem Swipe beantworten musst, um in der Journey nach vorne zu kommen. Hat den riesen Vorteil, dass du sehr, sehr coole Korrelationen und Sachen und Daten im Endeffekt rausfinden kannst. Und vor allen Dingen mit den First Movern, also mit, es können Emittenten sein, Banken sein, Neobroker sein oder ich sage jetzt mal jeder Player, der im Endeffekt an jungen Selbstentscheidern, die sich im Bereich Finanzen informieren wollen, dafür interessieren, dafür affin sind, eben die erreichen möchte, mit was auch immer. Und wir können dann hingehen und ich sage jetzt mal, eigentlich als erster Player so ein bisschen Performance-Marketing in dem Space möglich machen und den auch, genau wie wir den über Social Media nutzen, ihnen auch einen neuen Distributions-Channel zu geben und zu sagen, hey, ihr müsst nicht mehr eure Bannerwerbung auf Plattform XY schalten, sondern wir probieren einfach mal 5, 6 verschiedene Formate und Karten und Inhalte und danach tracken wir, zeigen euch ganz genau, wie etwas funktioniert, wir setzen uns mit euch hin, wir schauen, wie können wir das quasi jung oder Gen Z gerecht machen, wie kann man bestimmte Sachen umschreiben, welche Tonalität, welcher Style, muss natürlich eine Hauptsache der Kunde machen, aber wir adjustieren da gerne mit und dann können wir jeden Monat halt schauen, okay, in der Kohorte, wir können genau sagen, in welcher Altersgruppe, mit welchen Hintergrunddaten performt was wie gut, um dann hintenrum den Bogen zu schließen und zu sagen, okay, jetzt habt ihr einen kleinen Teil, einen marginalen Teil von eurem Marketingbudget und die meisten von denen haben ja schon relativ viel dahinter bei uns investiert, bekommt aber halt Knowledge und Insights, wie ihr halt die Conversion auf den anderen großen Teil signifikant verbessern könnt. Das ist gerade kurzfristig der Weg und der Approach. Da haben wir auch die ersten Deals geschlossen, sind da jetzt gerade so in der Case-Study-Phase, ist super spannend und wählen alles aus. Aber so verdienen wir es im Ultraschall. Nur damit ich es mal ganz kurz verstehe. Jo. Also das heißt, du sagst, in der App gibt es so eine Art Schaufenster. Also du hast auf der einen Seite die Informationen, die du dem Kunden, die News, die Podcasts, den Feed, den du dem Kunden anzeigst. Und dann gibt es einen weiteren Bereich in der App, in dem du verschiedene Produkte anbietest, also ob das ETFs sind oder aktiv gemanagte Fonds sind oder einzelne Aktien. Und die erscheinen dann, wenn ein Emittent, hast du es gerade gesagt, oder ein Issuer, wie auch immer wir es nennen wollen, hat gesagt, okay, ich möchte bei euch erscheinen. Das heißt also, mir werden dann einfach dort bestimmte Produkte von Leuten angezeigt, die dafür bezahlen, richtig? Genau, aber es ist auch jetzt schon getargetet. Also du würdest jetzt beispielsweise kein Hebelprodukt angezeigt bekommen, wenn wir wissen, dass du nur ETFs hast und dass du total risikoavers bist und überhaupt nicht daran interessiert bist. Also obwohl die Usergruppe noch relativ klein ist, von Anfang an wollen wir halt auch dann wirklich den Leuten valuable Insights geben. Und genau, also es gibt halt, du kannst sagen, okay, ich möchte Leuten das ETF-Produkt näher bringen und wir haben irgendwie Education-Inhalt gemacht und lass uns da mal was Cooles zusammen machen. Die App unterteilt sich in, genau wie du gesagt hast, das Swiping, die Exploration. Da kann man halt auch dann Karten in dem Format einbauen, den Feed. Da kann man sich das vorstellen, wie bei Instagram beispielsweise, dass einfach alle 6, 7 Kacheln halt eine Ad kommt und die kann dann halt beliebig auch ausgefüllt werden. Und dann haben wir noch die Exploration Page, also wo man suchen kann, wo dann Themenlisten sind von, keine Ahnung, von Influencern, woran die gerade investieren, aber auch irgendwie von Wertschöpfungsketten, von irgendwie allen möglichen Sachen und Dingen. Und da sind auch diese ganzen Education Tracks drin. Da gibt's dann eben halt auch die Möglichkeit mit Artikeln oder halt Lerninhalten da was zu machen. Und das Schönste ist halt immer, wenn man das hinbekommt, dem End-User Sachen näher zu bringen und Wert zu bringen, gleichzeitig Brand-Awareness zu schaffen für den Kunden. Und wir haben natürlich halt auch in dem Sinne auch noch was davon, dass es nicht nur eine stumpfe Werbeanzeige ist, sondern dass halt eine Wertigkeit dahinter steckt und man den Leuten halt irgendwie auch was gibt, wo sie was mit anfangen können. Das heißt also sozusagen, du verkaufst Werbeplätze an Produktanbieter, an Finanzproduktanbieter in verschiedenen Bereichen hinein. Das ist sozusagen der erste Revenue Stream, richtig verstanden? Genau, das ist der erste Revenue Stream, aber langfristig oder nachhaltig haben wir einen sehr, sehr konkreten oder sehr, sehr konkrete Pläne. Was ich dir eben beim Thema Edge gesagt habe, wenn wir das schaffen,
so gut darin zu werden, perfekt zu targeten, könnte man beispielsweise hingehen und sagen, auch mit den AI-Features und Co. Wir implementieren, nennen wir es mal den Wikicoin, wie eine Währung in einem Online-Spiel, wie sich das jetzt oft bewährt hat. Den kannst du dir durch Referral verdienen, den kannst du dir verdienen, wenn du ein Power-User bist, oder du kannst dir halt einfach ein paar von den Dingern für ein paar Euro kaufen. Und dann könntest du zum Beispiel zum Handelsblatt gehen und sagen, hey, ihr wollt vielen jungen Menschen euer Abo andrehen. Abo ist eh relativ schwierig oder unattraktiv bei uns in der Generation, vor allem mittlerweile. Dann müssen die auch noch auf eure App und dann müssen sie sich auch noch die Artikel selber raussuchen und die sie überhaupt haben wollen, wissen gar nicht, was sie lesen wollen. Oder wir geben den Leuten genau die Newsartikel, das kannst du auf alle anderen Redaktionen, News und Inhalte transferieren, und dann können sie die lesen, und genau wenn es anfängt, blurred zu werden, dann tippst du auf den Wikicoin und machst quasi eine Microtransaction und kannst das Ding reinpfeifen. Nur als ein Beispiel von vielen Sachen, die dann möglich sind, sobald man einfach mal jetzt 3-4 Monate auf dem Markt war, sobald man mal eine Größe hat und sobald man mehr Daten hat, dann ist das auf jeden Fall mitschon der Plan. Und da gibt es dann noch 3, 4, 5 andere von den Dingern, wo man das genauso machen kann. Dann lass doch mal über einen möglicherweise auch weiteren Revenue-Stream sprechen. Ich gehe mal davon aus, dass es jemals einer ist. Und du hast es vorhin schon mal kurz gesagt. Wir haben jetzt gerade über das Thema Exploration gesprochen. Wir haben über das Thema Werbung gesprochen. Wir haben vorhin schon über das Thema Depot-Linken gesprochen. Mhm. Was ja noch fehlt, ist ein bisschen so der Missing Link, ne? Also der Missing Link ist ja in der Regel, irgendwann willst du ja Execution machen. Du hast es ja vorhin auch schon mal den Begriff, glaube ich, benutzt. Bringst du das in die App rein? Ist das dein Ziel, dass du sagst, jetzt, ich meine, das ist ja das, sonst hast du immer irgendwie diesen Bruch da drin, dass ich das Richtige gefunden habe, das richtige Produkt mir angeboten wurde, und dann sagst du so, jetzt geht's zu deinem Broker oder geht's zu deiner Bank oder geht's zu deinem Berater und merk dir den Namen oder die BKN oder was auch immer. Willst du traden in der App? Nicht in der App, nein. Es geht vielmehr darum, ich meine, auch da gibt's coole Lösungen, ne? Die API-Schnittstellen, die mittlerweile da sind, werden dir ja sicherlich auch bekannt sein. Die Möglichkeiten von einer Brokerize über Lemon Markets oder Upvest, wo man dann sogar selber ein Depot powered by Wiki machen könnte, ist super spannend. Nur bei uns ist es gerade so, wir sind nicht, also definitiv nicht relevant für den Markt in dem Sinne. Und wäre auch überhaupt keine gute Verhandlungsposition da, das irgendwie jetzt weiter zu vertiefen. Ich glaube, das wäre auch eine Sache, die spannend wird in einem Jahr. Gerade haben wir das im Userflow aber, glaube ich, ganz cool gelöst, ohne uns irgendwo abhängig von zu machen. Weil ich glaube, wenn man jetzt irgendwie zu früh irgendeine Kooperation oder sonst was eingeht, dann kann man sich hintenrum auch viele Türen für Firma verschließen, was vielleicht man bereuen würde in 1 oder 2 Jahren. Du drückst auf Kaufen, gibst einmal deinen Broker ein, dann wird automatisch halt die ISIN kopiert, landest auf der App von deinem Broker, und das Einzige, was du machen musst, also der einzige Step ist halt einmal einsetzen in der Suchleiste und dann bist du halt direkt auf dem Produkt. Also egal, ob das ein Zertifikat ist, ein Fonds, eine Aktie, ein Commodity oder sonst was, so machen wir es gerade. Natürlich mit dem Hintergedanken, das Ganze zu tracken. Auch wenn wir das jetzt nicht abmonetarisieren, aber wenn du halt hingehen kannst in einem Jahr und sagst, hier, Broker XY, wir haben 150.000 Mal, haben wir Leute bei euch rüber, zu euch rübergeschickt, zu dem Player 230.000 Mal und zu dem vielleicht noch mehr, könnte man perspektivisch dem Approach halt treu bleiben und sagen, okay, wir monetarisieren nicht To C, sondern wir bleiben im B2B, aber sagen dann, hey, vielleicht bekommen die User von Broker XY halt Unlimited Coins, Premium Features, andere Zugänge, werbefreie App oder sonst was und könnte halt einen anderen Incent angehen. Das wäre ein möglicher Gedanke, wie man das sehr attraktiv gestalten könnte mit der ganzen Execution. Aber ich glaube, jetzt ist erstmal die Aufgabe, das Ding fertig zu machen, richtig schön Product Market Fit zu finden und hoffentlich den vielen Leuten weiterzuhelfen und gute Infos zu liefern. Und dann schauen wir weiter. Lukas, wir kommen so langsam aber sicher zum Ende, und vielleicht hätte ich diese Frage auch schon mal am Anfang stellen können, aber deshalb ist sie wahrscheinlich auch fast genauso gut am Ende. Wenn wir darauf gucken, wir haben jetzt gerade die ganze Zeit darüber gesprochen, wie man oder was notwendig ist, um zu investieren und auch so ein bisschen schwang mit, welche Thesen du hast, welche Beliefs du hast, wie sich das Ganze verändert, wie die Leute halt Informationen sammeln. Wie verändert sich das Thema Anlage? Wie verändert sich das Thema Sparen in der Zukunft? Das war ja immer eins, was sehr stark getrieben war von Versicherungen, von Banken, die das Ganze vermittelt haben, ganz viel auch mit Menschen zu tun gehabt. Hat sich jetzt natürlich schon während Corona und auch davor durch sowas wie Trade, sowas wie Scalable verändert. Was glaubst du, wie verändert sich das in den nächsten 5 bis 10 Jahren noch? Also in welche Richtung geht das? Ich glaube, das hängt von diversen Faktoren ab. Also wenn man beispielsweise
mal auf unser konkretes Thema Neo Safe Decision Makers schaut, sind das ja schon deutlich mehr geworden, wahrscheinlich auch getrieben durch den einfachen Zugang sicherlich und auch die sozialen Medien und die immer besser werdenden Zugang zu Dateninformationen, dadurch halt der Abneigung wahrscheinlich auch Banken und Co. gegenüber. Also ich glaube, bin mir ziemlich sicher, dass der Trend auch anhalten wird, weil es eher oder hoffentlich noch deutlich besser und attraktiver wird als andersrum. Bei dem ganzen Thema einem Robo oder Co. das in die Hand zu geben, da ist halt die Frage, so werden die sich nicht unendlich oft immer selber outperformen nach einer gewissen Zeit. Das ist da ja halt so ein bisschen, wäre da halt so ein bisschen meine Frage, weil egal wie gut dein Robo ist oder wie weit deine Prediction geht oder sonst was, so das ist halt immer nur für einen marginalen Zeitraum und der wird halt mit steigender Kapazität von vor allen Dingen auch Servern und künstlicher Intelligenz ja halt irgendwo auch immer kürzer und knapper. So, da ist halt die Frage, wie groß bleibt da irgendwo noch, wenn es funktioniert, die Marge. Bleibt aber, ist trotzdem, kann mich auch total irren, bleibt ein super, super spannendes Topic. Und bei dem ganzen Brokerage und Neo-Brokerage-Markt bin ich jetzt einfach mal super gespannt mit Payment for Order Flow und Co., wie da umgedacht wird, was sich da in den nächsten 2-3 Jahren passieren wird, wie die Geschäftsmodelle umgestellt werden, wer da den besten Move macht, ob es eine Konsolidierung geben wird. Ich glaube, da ist auf jeden Fall einiges im Pott. Also da kann richtig viel passieren. Vielleicht haben wir einen super Broker oder also 2-3 wird es immer geben. Glaubst du, dass es regulatorisch ein Eigentor ist, das mehr oder weniger Verbot von Payment for Order Flow, weil es ja momentan dazu führt, dass jedenfalls das Traden so günstig, vielleicht auch nur vordergründig so günstig wie noch nie geworden ist? Definitiv. Bin mal gespannt, wie stark das halt auf den, also über den Endkonsumenten abgewälzt wird, perspektivisch. Also es bleibt ja jetzt abzuwarten, wie sich das Ganze ändert. Ich habe nicht damit gerechnet tatsächlich, dass es kommt oder dass es durchgeht. Umso froher bin ich. Ich meine, wir wären ja das kleinste Glied in der Wertschöpfungskette gewesen. Es wäre gelogen zu sagen, also wir haben auch sehr, sehr stark eigentlich auf den Approach gesetzt, vor einigen Monaten oder vor einem Jahr noch zu sagen, okay, lass uns schnell in die Vermittlung reingehen, lass uns schnell irgendwie davon partizipieren, Orders weiterzugeben und Co. an die Broker. Aber da hätten wir dann natürlich jetzt irgendwie ein noch größeres Problem gehabt als die Neo-Broker selber. Aber definitiv. Ich bin mal gespannt, wie das ganze Thema weitergeht und weiter behandelt wird. Es war schon a big surprise. Lukas, ich danke dir erstmal. Also ich glaube, wir haben eine ganz gute Reise hingelegt und ich drücke euch für Wiki, mit Wiki auf jeden Fall die Daumen. Du hast gerade schon gesagt, nächste Runde steht an. Ihr müsst jetzt gerade so ein bisschen Traktion drauf bekommen, wahrscheinlich ein paar KPIs zeigen, ein paar Kohorten zeigen. Wer das Ganze nutzen möchte, kann das, glaube ich, tun in der iOS-App auf jeden Fall. Android auch? Android auch, ja. Android auch, also unter V-I-C-K-I-I suchen im App Store. Und dank dir erstmal für die knappe Stunde, wo du uns jetzt einen Einblick gegeben hast, wie du das ganze Thema Content, wie du das ganze Thema Investieren in der Zukunft siehst. Super interessant. Und möchtest du unseren Hörerinnen und Hörern noch was mitgeben? Erstmal, lieber André, ich habe zu danken. Super, super, also Kompliment auch an dich. Super cool moderiert, hat mega Spaß gemacht. Coole Fragen, sehr reger Austausch. Ich hoffe, dass ihr, liebe Zuhörerschaft, uns gut verfolgen konnte, dass ich euch das alles ein bisschen näher bringen konnte, dass ihr verstanden habt irgendwie, was wir machen, was wir vorhaben, warum wir es tun. Wenn ihr es spannend findet, ja, schaut gerne mal in die App rein. Wir freuen uns, einigen jetzt gerade nach dem großen Start Traction draufzukommen. Und Anfang September kommt auch nochmal ein richtig dickes Update dazu. Und dann, ja, gemeinsam nach vorne, würde ich sagen. Dann drücke ich die Daumen. Danke. Tschüss. Ciao.